Oh mein Gott, ich sehe das! Was? Lol. Mann, es ist nicht normal, er hat sogar noch Glück! Nein, es ist so eine Verarsche, hast du gesehen? Alter, ich verkraft das wirklich nicht mehr. Lukas! Oh mein Gott, Alter, wenn ihr das gerade gesehen habt, bei mir läuft es gleich. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Team Lukas Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, oh mein Gott, Alter, es ist endlich soweit. Wir sind mal wieder am Start hier bei einem ultra krassen Push-Battle, nämlich eine Stunde mit Pat. Moin Moin. Moin, was geht, Leute? Genau, Freunde. Wir haben schon mal vor ein paar Tagen ein 30-Minuten-Kronen-Battle gemacht. Also, wer schafft es, mehr Kronen in 30 Minuten zu erreichen? Das Video ging auf jeden Fall sehr, sehr gut ab. Also, es kam mega gut bei euch an, Leute. Und wir dachten uns so, okay, wir hauen nochmal einen drauf und machen einfach mal ein Eine-Stunde-Battle. Also, wer schafft es, in einer Stunde mehr Kronen zu erreichen als eben der andere? Wir gehen immer gleichzeitig in richtige Runden rein, die ganze Zeit, und müssen dann eben schaffen, mehr Kronen zu erreichen. Ich will jetzt nicht spoilern, wer in der letzten Folge gewonnen hat, aber es war auf jeden Fall ultra lustig. Und Leute, viele von euch hatten es auf jeden Fall in der letzten Folge geschrieben. Genau, wir werden jetzt beide im heutigen Video nur diese beiden Emotes benutzen, ne? Also einmal den Box-Handschuh und einmal den Umarm-Emote. Weil genau, Pat, du meintest ja, du hast ja die Grätsche und die habe ich ja zum Beispiel noch gar nicht. Genau. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob das so ein krasser Vorteil ist oder nicht, Leute, aber ihr habt es auf jeden Fall geschrieben. Ja, okay, ist es. Dementsprechend, Leute, nur die beiden Emotes dann heute. Und ja, Pat, hast du Bock? Bist du wach? Ich hab Bock, wach bin ich semi, aber wird schon. Genau, Leute, wir nehmen es nämlich um 8 Uhr morgens auf. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Und Pat, kannst du mal dich mental kurz darauf vorbereiten, bis ich den Counter starte? Ich bin ready, ich bin ready. Okay. So, ich bin gespannt, wie viele Wins wir hier nach Hause holen, ne? Okay, Leute. Wie gesagt, checkt auch Pat ab, da haben wir auch nochmal ein Video gemacht. Und ich würde sagen, 3, 2, 1, go! Go, let's go! Oh mein go. Gott, Leute, der Am Countdown besten ist läuft. Am besten hier so eine schöne Runde Stumble-Soccer zum Warmwerden. Hör auf, Alter. Oder Rocket Rumble. Hör auf, Mann. Okay. Oh, ich bekomme Titanfall. Ist auch nicht so viel geiler. Ich bin auch in Titanfall. Hä? Hey, warte mal, nicht, dass wir in der gleichen Runde sind. Oh mein Gott, ich sehe dich. Was? Lol. Nein. Okay, Lukas, es kann nur einen Gewinner geben. Das ist dir hoffentlich bewusst, ne? Lol, hä, wir sind in derselben Lobby, Digga. Das ist ja maximal lost. Oh nein, ich bin echt gespannt. Was wird das hier? Was wird das hier? Oh yeah, ab ins Ziel, Freunde. Nein, ey, es ist so eine Verarsche, hast du gesehen? Bist du runtergefallen? Ich bin einfach sofort raus und das ist so unfair gewesen. Oh mein Gott, bist du raus? Ja, ich bin raus. Alter, hast du es gesehen, wie unfair das war? Nein. Ich wurde von dieser Plattform weggeschleudert und konnte gar nichts machen. Egal, ich gehe sofort in die nächste Runde rein. Ich wollte sowieso nicht mit dir spielen. Junge, wie geil. Alter, bist du in der ersten Runde direkt in einer Lobby, was? Junge, aber ich wurde auch unfair weggeschleudert. Das hatte ich schon mal letztens in der Aufnahme. Als wir aufgenommen haben, hatte ich das. Da wurde ich auch von dieser Plattform weggeschleudert. Oh wenn man mein die Gott. Berührt, wenn man nämlich Nein, diese eine Plattform berührt. Nein, Stumble-Soccer! Jawohl, zum Glück bin ich rausgeflogen. Junge, du hast dir wahrscheinlich Zeit gespart jetzt, ne? Ja. Also ich spiele jetzt hier gerade Pivot Push, also das ist schon okay. Okay, ey Mann, Leute. Ich dachte schon so geil, Mann. Aber, ja, nix da. Heute hoffe ich einfach mal ein bisschen mehr Erfolg zu haben als beim letzten Mal, weil letztes Mal da habe ich ja ein bisschen schlechte Runden gehabt. Also zum Teil auch unglückliche Runden, muss man einfach sagen. Ich habe gar nicht schlecht gespielt. Mhm. Aber dann waren da solche Zufälle dabei, wie gerade die Runde, dass ich dann einfach von dieser Plattform weggehauen wurde, ja, das ist wo du nichts machen kannst. Ich sag mal so, Leute, also beim letzten Mal, ich hatte auch teilweise ein bisschen Pech. Ich war irgendwie zum Beispiel, weiß noch, einmal Zweiter ganz knapp und so weiter. Das ist halt echt ein bisschen unlucky gewesen, aber... Boah. Nein! Ey, Mann! Wie lange geht deine Runde noch? 50 Sekunden. Okay, weil ich bin jetzt auch in der zweiten Runde wieder drin, deswegen... Lol. Ey, jetzt bin ich gespannt. Dann Digga, du hast dir sogar echt Zeit gespart dadurch. Das ist jetzt eigentlich schon, ne? Also alles Taktik, Leute. Okay. Und ich habe jetzt Pain Splash. Also ich glaube, wir könnten plus minus gleich rauskommen. Oh mein Gott. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt mal hier weiterkomme. Mhm. Wie viel steht es bei dir? Du prankst mich locker eh, egal was du sagst, ich glaub's dir nicht. Ja, 1-0 für die Gegner. Kannst du es glauben oder nicht, ne? Okay. Oh nein, ich bin auch rausgeflogen. Ja, klar doch. Ne? Ey Mann, Digga. Ich hasse dieses Game, no joke. Ja, es ist wirklich, es ist einfach der reinste Wahnsinn, das Spiel. Es mag keiner. Also nicht Stumblegeist, sondern Stumble-Zocker, Leute. Ja, genau, Stumble-Zocker. Ja, das Krasse ist, wenn man sich auf dem Discord so Umfragen umschaut, zu der Map, da ist
es gibt so einen Map-Channel, glaube ich, oder irgendwie so Feedback-Channel. Ja. Und dann steht immer irgendwann diese Map oder Rocket Rumble und dann hat diese Map immer richtig viele Votes, also so Daumen nach oben, dass die einfach aus dem Spiel entfernt werden soll. Ja, verständlich, Digga. Ja, okay, ich bin weiter, ne, in der nächsten Runde, jetzt ist schon Finale. Du bist im Finale, Digga, ich bin immer noch in der Verlängerung. Lava kann. Doch, ich bin in der Verlängerung. Oh. Ja, Stumble Soccer ist halt lost. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist, was ich hier mache gerade, aber naja, gut. Aber prankst du mich jetzt wirklich oder bist du wirklich noch in der Runde? Das ist doch die Frage, ne? Ja, das ist echt gerade die Frage. Na, bist du jetzt ein bisschen misstrauisch nach dem letzten Mal, oder was? Ja, natürlich, weiß man ja nicht, ne? Ja, aber dir weißt du halt auch nicht, ne? Vielleicht hast du schon die Runde gewonnen jetzt. Ja, das war... Nein, Digga! Oh mein Gott, ich hab was so Zeit gewastet, ich bin raus. Ehrlich jetzt? Ja. Nein, du verarschst mich, Alter, das glaube ich dir nicht. Ja, man du weiß es nicht, Fan, ne? Aber ich bin wirklich raus und ja, jetzt muss ich neu rein und ja. Let's go, wir haben auf jeden Fall Cannon Climb. Okay. Okay, let's go. Nein, Mann, ey, ob das glaubst du nicht, ich hab die erste Runde verloren, weil ich bei Jungle Roll einen richtig dummen Fehler gemacht habe. Mann, ey, ärgert mich das. Nein, das glaube ich dir nicht. Das ist so dumm, ne? Es ist so dumm, es ist halt wirklich passiert, ne? Aber was, du musst bei der ersten glauben. Runde? Ja, nee, im Finale meine ich halt so, bei Jungle Roll. Und es kommt wieder teilvoll dran, alter Mann. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass du rausgeflogen bist, aber ich weiß es nicht. Ja gut, bei Team-Modi kann ich ja nichts dafür, ne, sag ich mal. Ja, das stimmt auch, ne. Aber irgendwie, nach der letzten Angelegenheit, da ist man einfach ein bisschen skeptisch geworden, ne. Das ist auch schon glaubwürdig rübergebracht. Okay, ja. Ja, man weiß es halt nicht, aber Freunde, ne. Ich hab wirklich, also ich schwöre, dass ich keinen Win geholt habe gerade. Leider. Junge! Ich wurde schon fast wieder runtergeboxt bei Teilvoll. Ich hasse es, ne? Ja, das ist echt krass manchmal. Okay. Oh. Wobei, Teilvoll ist halt auch echt die Sache. Am Ende kommt so diese ganze Masse durchs Ziel. Du denkst manchmal, du kommst easy durch. Ja. Auf einmal kommen 50 durch Ziel gestürmt. Also übertrieben gesagt. Und dann hast du keine Chance mehr manchmal durchzukommen, weil einfach so viele Spieler im Weg sind. Deswegen mit der Grätsche ist das schon deutlich einfacher, ne? Und da haben auch viele von euch in die Kommentare geschrieben, ey, Pat, voll unfair, du benutzt die Grätsche, Lukas nicht. Leute, wir haben das gar nicht abgesprochen gehabt, also ich habe da gar nicht dran gedacht. Genau, ja. Ne, das war jetzt nicht, weil ich da irgendwie mir einen Vorteil erschlingern wollte. Deswegen habe ich das auch vor dem Video heute selbst vorgeschlagen. Okay, okay. So, okay, Leute. Und jetzt kommt das Finale. Okay, jetzt kommt Dingens. Laser Tracer. Okay, nice, ja. Nice. Boah, wie weit bist du jetzt mittlerweile wieder? Ja, ich bin jetzt Halbfinale gerade. Okay. Oh, okay. Warte, ja, das wird ein richtiges Geschwitz jetzt, ich sag's dir, Mann. Aber man merkt wirklich, also wirklich, wirklich, ohne Grätsche ist man auf jeden Fall schon, hat man einen kleinen Nachteil. Ey, Junge, warum haut er mich weg? Hat man einen kleinen Nachteil auf jeden Fall. Also das ist Nachteil, man hat halt mit der Grätsche den Vorteil. Deswegen habe ich jetzt einen Nachteil, weil ich ohne Grätsche immer ohne Grätsche spiele. Weil du kannst dir vorstellen, mit der Grätsche kannst du einfach nochmal einen kleinen Boost bekommen. Ja, das heißt, klar, ne? Das ist schon wirklich heftig. Blockdash, okay, Leute. Wir wollen ja heute Blockdash sofort nach Hause holen. Ich habe gestern tatsächlich ein bisschen geübt nochmal, weil ich mir dachte, komm, ich will ja hier heute gut abschneiden. Ja. Und mal gucken, ob das jetzt hier was gebracht hat. Wobei man echt sagen muss, wenn man privat zockt, so still für sich. Oh nein, Digga, ich bin Zweiter. Ja, wahrscheinlich. Ja, man weiß nicht, Fan, ne? Den ersten Glauben werde ich rübergebracht. Fast geglaubt. Fast geglaubt. Ja, nee, ich habe aber wirklich gesagt, keine Win. Okay. Ich bin jetzt erst in der zweiten Runde. Okay. Also diese Sammel-Soccer-Verlängerung, die ging so 3 Minuten gefühlt, ne? Ja, das ist schon lange. Also da verschwendet man schon viel Zeit, muss man wirklich sagen, ne? Ja, das stimmt. Junge, der ist so ein Assi, ne? Den boxe ich jetzt gleich kaputt. Das ist ja unfassbar, dieser Skull. Hoffentlich kassiert der Instant Karma. Oh mein Gott, Alter, was ist das für einer? Hat er dich der boxt mich einfach. Ja, der boxt mich bei Block Dash. So, jetzt. Ja! Er ist runtergeflogen, hat Instant Karma kassiert. Hau ab, jawohl. Sehr nice, sehr nice. Der wollte mich einfach wegboxen. Bei Block Dash boxe ich eigentlich niemanden weg. Weil ich das einfach so. Ich weiß nicht, Block Dash ist so ein Spiel. Da soll man belohnt werden für einen Skill. Und das wurde ich jetzt erster Win. Beste Leben. Ah, weiß ich nicht, ob ich dir das glaube.
Ja, es ist so dumm, ne? Es ist so dumm, ne? Oh mein Gott. Nein, wirklich erster Winions. Okay, okay. Ja, I don't know, Leute. Ich weiß es halt gerade nicht, ne? Aber ich bin jetzt tatsächlich wieder im Finale. Ja, okay. Aber du hast auch noch keinen Win, sagst du, ne? Nee, ich hab noch keinen. Okay. Du meinst, glaub ich dir auch nicht. Du hast auch noch keinen? Ich hab einen, aber ich weiß nicht, ob ich dir das glauben kann, dass du keinen hast. Okay, ja, ich hab Finale jetzt Pain Splash. Okay. Ja. Ich bin gerade bei Tilefall unterwegs und hier. Am Ende ist immer so kritisch, ne? Oh ja, yeah, easy. Sehr gut, sehr gut. Außer man wird von dieser Plattform geholt wie ich in der allerersten Runde, aber nein! Eigentlich war's gut. Ja, ich weiß ja nicht, ob das ernst meintest. Man kann es einfach nicht mehr glauben nach der letzten Aufnahme. Ja, man weiß es nicht, aber nee, Digga. Ey, es ist lächerlich, ich bin halt einfach. Was ist denn passiert? Ja, ich bin halt noch so außen rechts um diese Rolle rum, ne? Diese Abkürzung, ja. Mini. Und dann bist du runtergerutscht. Ja, und dann, ich war gerade Zweiter, dann habe ich so den boxen wollen, weil der einfach zu gut war, der vor mir. Mhm. Hab den nicht ganz erwischt und dann habe ich deswegen so das so verpasst, quasi Teile, die sich so bewegen, zu erreichen, aber naja. Ja, ich glaub's dir einfach mal ausnahmsweise. Ja. Ich zock jetzt Humble Stumble und ist jetzt Halbfinale. Okay, okay. Boah, Leute, ey, ich muss jetzt auf jeden Fall Gas geben, ich habe noch 0 Wins. Wenn wir es glauben können. Ja. Ihr wisst es ja gerade, Leute, ob der mich prankt oder nicht prankt. So. Okay, ich glaube, ich bin am Finale raus. Also jetzt Real Talk. Es kann doch nicht wahr sein. Wie wurde ich denn da getroffen? Von was wurde ich von allem getroffen? Oh mein Gott, ist das bescheuert. Kann ich nicht glauben. Was ist das gewesen? Welche Map denn? Ja. Was habe ich denn gerade gesagt? Alter, es ist so dumm! Es ist so dumm, Alter! Von was wurde ich denn getroffen? Da war nicht mal was! Oh mein Gott, Leute, es ist so lächerlich. Ich hoffe einfach, Lukas hat wirklich noch keinen Win, Leute, ne? Ich hoffe wirklich, er verarscht mich nicht, aber ich kann ihn irgendwie gerade nicht so ganz glauben, weil er. Keine Ahnung. Kannst aber ich nehme es einfach mal hin. Glauben, okay. Ja. Jetzt spiele ich Pivot Pasch. Okay. Digga, ich. Alter. Boah, weiß ich ja nicht, ne? Irgendwie schwitzen die Leute morgen zu krass, habe ich den Eindruck. Kommt mir auch so vor, ist nochmal schön an der Bushaltestelle. Ja, ne? Wieso ist man denn da so gut dann? Keine Ahnung, mit einem Bus am Zocken? Ich weiß es nicht. Ja, wenn ich im Bus am Zocken wäre, Digga, würde ich aber... Einfach immer letzter. Ja, wirklich. Die Leute hier hauen ein nach dem anderen raus. So. Oh nein! Oh nein! Junge! Ach! Also, was ist hier gerade los mit mir? Was ist hier gerade los, Leute? Das ist... Der Nachteil, weil wir so früh morgens haben, statt Lukas sich. Lukas hat gesagt, komm, wir nehmen jetzt früh morgens auf. Genau, ja, das war meine Idee, natürlich. Ich wollte gerade sagen, ich habe es zwar vorgeschlagen, aber. Ja. Ah, ich bin doch weitergekommen. So, Halbfinale bei mir jetzt. Wo bist du nochmal? Nein! Digga, man kann gar nicht so krass verkacken wie ich gerade. Warum? Bitte gönn doch wenigstens ein gutes Team. Ich bete. Bitte gib ein gutes Team. Bitte gib ein gutes Team. Ich schieße ein Teammate ab. Digga, ich bin im Halbfinale raus, Alter, weil ich so verkackt hab, Mann. Ehrlich? Ja. Boah, ich spiele einfach Rocket Rumble und es geht 2 Minuten. Das ist ja so schlimm, wirklich. Hast du wirklich Rocket Rumble? Ich hab wirklich Rocket Rumble. Oh mein Gott. Das Spiel ist einfach eine Strafe. Wirklich, du wirst hier bestraft mit dem Spiel. Oh, geil. Hab ich schon weggedroppt. Sehr gut. Oh, Junge, dieses Spiel ist halt der reinste Müll, wirklich, ey. Warum kann man das nicht einfach raushauen? Dürfte ich eigentlich theoretisch rausgehen? Einfach rausgehen? Wäre das erlaubt? Ja, natürlich. Ist mir auch erlaubt, taktisches Rausgehen, oder? Ja, klar. Also wenn du jetzt sagst, okay, das ist irgendwie eine schlaue Idee, zeitlich gesehen, ne? Kannst du gerne machen. Boah. Ja, ich weiß es nicht, ob das so viel Sinn macht. Ich glaube, ich bleib sogar noch drin, aber ich wollte nur mal fragen, weil nicht, dass es dann am Ende... unfair ist. Ach Quatsch, nee. Das kann man schon gerne machen. Mhm. Komm. Okay. Oh, jetzt kommt Block Dash im Finale. Na, Block Dash ist ja eigentlich gut. Ja, das stimmt. Aber ich bin tatsächlich, glaube ich, besser in Laser Tracer. Ja? Mann, 13 Sekunden noch und es steht 6-5 für die. Wollt ihr mich veräppeln? Nein, ey Jungs, macht doch was, Alter. Aber krass, dass wir in derselben Lobby waren, also es ist scheinbar ja echt dann nicht so ganz... 5-5.
Wir haben gewonnen, geil! Ja, Mann, 6-3 sogar noch. Wie geht das, Alter? 5-3. Ey, ich wurde umgeboxt! Oh, nein. Uiuiui, ich bin noch drin, ja. Oh, Space Race Finale. Schwierig, Alter. Da darf ich jetzt aber nicht meine Tryhard-Tricks benutzen. Oh, Space Race ist immer ganz kritisch, ne? Oh, nein! Sehr schön. Mann, Digga! Bist du raus? Ja. Oh nein. Krit, Digga. Also ich weiß ehrlich nicht, Mann. Oh nein, will er mich veräppeln hier? Einer ist vor mir. Wie ist er denn vor mir gekommen? Er macht doch diese hässliche Brille. Aber er ist lost, denn ich kenne den Trick und weiß, dass die Mitte nicht richtig ist, sondern es ist... Mann, es ist nicht normal. Er hat sogar noch Glück. Ich wusste, dass die Mitte nicht richtig ist. Er geht durch die Mitte und ist einfach links geworden. Mann, ey, Junge, wie kann man so viel Glück haben? Na, bist du raus? Ja, war ja Finale, ne? Ja, genau. Ich habe gestern wirklich, Leute, 8 Runden gespielt am Abend noch. Und ich habe 8 Runden gewonnen, hintereinander. Da dachte ich mir, ja komm, ganz ehrlich, dann passt das ja. Ich bin warm für heute. Und jetzt in der Aufnahme einfach nur solche Müllrunden. Boah, der Typ boxt mich die ganze Zeit, Mann. Ja, ich hab ihn rausgehauen. So ein Ding ist das. Ah! Welche Map? Ja, ich sag nichts dazu, Digga. Warum? Warum bist du doch rausgeflogen? Ja. Okay, Freunde. Ja, ich bin jetzt wieder am Anfang. Also, ja, ich sag dir ehrlich, Pat, also eventuell habe ich ja doch schon den einen oder anderen Win, ne? Ja, hast du auch. Also bin ich mir sicher. Ja, weiß nicht. Aber den 5. Win würde ich jetzt schon ganz gerne mal holen. Ja, das glaube ich dir aber auch nicht. Das glaube ich dir auch nicht. Ich kann mir vorstellen, dass du einen Win hast oder 2 Wins, aber mehr nicht. Okay, wie viel hast du denn, hast du zumindest gesagt? Ich habe einen. Du hast einen Win, okay. Ja. So, und wir haben... Oh, nein, Digga, Teil voll als zweites. Ich mag ich gar nicht. Also, aber Teil voll als zweites ist schon besser, weil zumindest nicht mehr so viele Spiele auf den Plattformen stehen. Ja, das dann, stimmt. Dann wirst du nicht random runtergeboxt oder hast so ein bisschen mehr Kontrolle. Ich finde aber als erstes das besser, weil da steht jeder immer so auf Krampf rum, ne, und wartet so. Ja. Und als erstes hat man da noch bessere Chancen, sag ich mal. Also, das ist ja nicht wirklich skill-based, sag ich jetzt mal. Nee, das stimmt. Okay, nice, ich bin immerhin im Finale. Ich jetzt auch. Oh, okay. Was kommt bei dir? Over and under. Ah, lol, okay. Das ist aber, glaube ich, gut machbar, ne? Ja, eigentlich schon. Außer mich haut jetzt hier einer echt unglücklich weg. Dann wäre natürlich doof. Ey. Ich kann nicht mehr, wirklich. Ich verkrafte das heute nicht mehr, ne? Was muss ich mir hier antun? Ich verstehe es einfach nicht. Ey, ich bin so kurz vorm Explodieren, Lukas. Ne, ich mein's ernst, Alter. Aber ich lass es. Ich glaub einfach nicht, dass ich hier heute so schlecht verliere, ne? Also... Ich müsste mich eigentlich jetzt erstmal abreagieren gehen, ne? Wirklich, ich müsste es eigentlich... Aber passiert? Oh mein Gott, so ein Fail. Was ist passiert? Digga, ich wollte so nach links jumpen, dreh mich so hin und er jumpt einfach nach rechts, dieser Charakter. Ich bin raus. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich das glauben kann, aber nehmen wir mal hin, so, ne? Nee, das war, Leute, also ich weiß, ich sag dazu jetzt nichts, ne? Ich sag dazu wirklich jetzt nichts. Nee, das ist jetzt kein Joke, so. Also das war sehr lost. Eigentlich Lavaland habe ich letztes Mal einen Win geholt im Finale. Eventuell, ne? Also, nee, habe ich wirklich, aber... Nee, also das war ganz, ganz schlimm gespielt von mir. Ey, ich weiß auch nicht, was heute los ist. Ich weiß wirklich nicht, was los ist. Also heute bin ich... Es kann auch, wie gesagt, daran liegen, dass ich keine Grätsche habe, ne? Muss man auch wirklich dazu sagen. Echt, ist die so wichtig, sagst du? Der ist schon OP, ne? Also das darf man nicht unterschätzen. Ja. Die Grätsche, weil du kannst ja immer einen kleinen Boost noch rausholen, wenn einer vor dir ist. Und dann kannst du den theoretisch, obwohl der ja eigentlich vor dir ist, noch aufholen. Ja. Aber die Fehler, die ich gemacht habe, die... Das Problem ist, ich habe so Maps, da weiß ich schon, wo ich die Grätsche perfekt benutzen soll. Und jetzt gerade wusste ich vom Timing her, kommt das nicht mehr hin, weil ich die Grätsche nicht habe. Und dann bin ich anders gesprungen dadurch und dann bin ich gegen so einen Pöller geknallt. Ja. Boah, also... Ich habe gerade Floorflip und die Leute checken nicht, wie man die Wippen bedient. Ja, es ist so schlimm, ne? Es ist so schlimm. Also... Super Slide, jetzt komm! Oh ja. Anstrengend, go! Im Finale oder... Nein, Halbfinale. Ah, okay. Im Finale hättest du eine gute Chance, glaube ich, gehabt bei Super Slide. Ja. Ach komm, was ist das denn jetzt schon wieder gewesen? Also heute passt aber einfach gar nichts, ne? Muss man wirklich sagen. Boah, ist echt schwer. Und oh, Super Slide kommt bei mir auch. So. Okay, ich bin auch durch.
Ich habe eine Abkürzung verwendet, Patty, am Anfang. Ja? Ja, ja. Ja, okay, nice, nice. Lol, ich hatte den ersten geschafft. Der Typ ist einfach vorm Ziel, da ist ja die Trampolin. Ist einfach daneben gesprungen. Wie geht das, Alter? Puh, ey, ich bin sogar als erstes ins Ziel, obwohl ich noch eine Abkürzung verwendet habe. Nice, nice. Ja. Habe ich schon einen Win geholt? Ich weiß gerade selbst nicht mehr. Ich glaube nicht, oder? Habe ich gesagt, ich habe einen Win geholt, ja, oder nicht? Hast du. Okay. Oh Mann. Ja, ich hab bombardiert, Space Alter. Race. Oh mein Gott, ja, ist nicht so geil. Boah, ich bin so ein Assi, ich hab den runtergeboxt beim Bombardment. Oh mein Gott. Ich muss mir hier den Win eklig reinholen, Leute, wichtig. Oh, den nächsten, richtig eklig. Ja, easy, geil, der ist auch noch raus. Jetzt noch einer, oh, noch so ein Inferno-Dragon. Inferno-Dragon. Oh, der hat auch den Boxhandschuh, er hat auch den Boxhandschuh. Oh mein Gott, oh mein Gott. Digga, was mache ich denn hier schon wieder? Win, let's go! Was? Wo? Geil, und ich wäre so einfach danach in Wasser reingesprungen aus Versehen, weil ich den boxen wollte. Geil, so jetzt geht's aber hier richtig los, Leute. Oh mein Gott, zweiter. Ja. Aber es war meine Schuld, Leute. War meine Schuld. Und einmal nicht ganz auf diesen Kometen. Und warum wurde es jetzt weiter? Na gut, weil ich dachte, es ist in der Mitte und der eine ist nach rechts, ne? Und da war das Ziel. Alter, ist es nicht normal? Was passiert jetzt hier schon wieder? Also, ach Junge. Also heute, Leute, ich weiß nicht, was heute los ist, ne? Bei mir, sei ich ehrlich. Mich auch nicht. Ach, ich kann mich, glaube ich, schon wieder in die Tonne kloppen, Alter. Das war ein GG in der ersten Runde. Pizza. Also, ey, wirklich, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich spiele eigentlich nicht so scheiße, würde ich behaupten. Aber jetzt gerade spiele ich richtig schlecht. Richtig, richtig schlecht. Letztes Mal in der Aufnahme haben wir in 30 Minuten, also habe ich 3 Wins geholt. Das war echt nicht gut. Und jetzt gerade läuft es gefühlt noch schlechter. Ja, das ist mega schwierig. Wie lange haben wir jetzt aufgenommen? 25 Minuten, ne? Ungefähr. Ja. Okay. Das heißt, einen Win müsste ich jetzt noch holen, damit ich mindestens das gleiche Niveau vom letzten Mal erreicht habe. Was schon echt gut war. Rein theoretisch, also, ne, wir haben ja noch 34 Minuten Zeit. Ja. Also, wenn du jetzt. Aber ab jetzt hole ich ja eh noch Wins, keine Sorge. So, dann hast du es ja wie letztes Mal etwa, ne? Ja, ja. Mhm. Ey, nein. Also, Floorflip im Halbfinale fühle ich jetzt nicht so. Na, ich auch nicht. Die ist echt auf Krampf, die Map. Weil die Leute auch so lost sind und keiner will freiwillig immer auf die andere Seite gehen, damit die anderen rüberrennen können. Ja, das stimmt. Bitte, jetzt gönn. Ey, komm, bitte. Ich bin so gespannt, ne? Ey, man kann nicht so verkacken, wie ich gerade. Es ist Rocket Rumble! Nee, eh nicht. Ja, ich geh raus. Ja, ich bin raus im Halbfinale. Das ist echt nicht stark gewesen. Ich weiß auch nicht, Digga. Ja. Junge, dieses Rocket Rumble, warum hauen die das nicht raus? So. Ja, das wäre echt schlau, ne? Also ich muss sogar sagen, ich finde Rocket Rumble, hab ich das Gefühl, kann man sogar mehr beeinflussen als Dumble Soccer noch. Ja. Ach, ich finde beide Spiele sehr random, ja. Aber irgendwo kann man halt bei, ich meine, guck mal, bei Rocket Rumble kannst du ja wenigstens die Leute so ein bisschen aktiv wegschießen. Und bei Stumble Soccer ist es so, da muss wirklich jemand im Tor sein, da muss wirklich jemand mit dir nach vorne gehen. Wenn da keiner ist, dann hast du es schon verloren. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, ich bin noch zu müde gerade. Ja? Ja, und vor allem diese Lobbys, die sind so verschwitzt, ich check das nicht. Okay, immerhin im Finale, Leute. Mhm. Teilfall ging zum Glück ganz schnell. Ja. Okay. Alter, ich verkraft das wirklich nicht mehr. Lukas! Oh mein Gott, Alter, wenn ihr das gerade gesehen habt bei mir, Leute, ihr lacht euch doch im Strahl kaputt. Was war das denn? Oh mein Gott! Junge, okay, Lukas, ich muss dir jetzt erzählen, ich habe noch einen Win geholt. Ja. Und, Alter, ich war einfach bei Lava Rush. Heißt Lava Rush doch da, wo man am Ende da in diesen, an die Ziellinie muss, am Vulkan. Weißt du, was ich meine? Ey, ich wurde wirklich dreimal von diesen Bällen getroffen am Ende vom Ziel. Lol. Weißt du, was ich meine? Da ist ja so ein Vulkan, wo die Bälle rauskommen. Ey, und ich wurde einfach dreimal getroffen und dann richtig in Lava rein. Ich dachte mir, das kann's doch nicht sein, Alter. Was sind das denn hier für Zufälle?
Boah, Alter, du kannst dir nicht vorstellen, wie mein Puls gerade hochgegangen ist, ne? Das müsst ihr gleich... Was heißt gleich? Also Leute, die Szene, die ist insane. Ey, ich raste aus! Ich bin gerade auf eine Plattform gesprungen, auf einmal kommt bei Lavalent so ein Teil hochgefahren. Ey. Aber heute sammeln sich auch die Zufälle, ne? Ich fühle das, wenn es stimmen sollte bei dir. Ja, Digga. Oh mein Gott, ich bin jetzt wieder Zweiter, deswegen. Ich bin gerade auf die Plattform gesprungen, auf einmal fährt das raus, ich fall in die Lava deswegen. Also, dass du so gegengeknallt bist, ja, oder was? Ja, weil es gerade rausgefahren ist. Oh nein. Junge Mann. Wenn es stimmt, dann ist es mies. Also, Lavalent kann ich wirklich gut, ne? Ich hab eben auch drei Leute weggeboxt in die Lava so. Und dann bin ich Zweiter geworden. Ja. Ja. Wenn stimmt, dann tut's mir leid. Also ich habe wirklich noch keinen Win bisher, Pat, ne? Ja, ich weiß ja nicht, Alter. Ich weiß es nicht. Da lachst du mir ein bisschen zu viel. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Das krass. Das abkaufen kann. Oh nein. Boah, spielt zum ersten Mal hier. Alter! Wie seid ihr jetzt der Peter denn? Der Peter will mich einfach weghauen. So, lol, Peter, Alter, hier ist einer Peter / King und der haut hier einfach alle weg vom Ziel, oder mal. Den muss ich jetzt auch weghauen. Oh, ich glaube, ich bin jetzt mal in einer bisschen losteren Lobby eventuell. Also, ja. Also rein beurteilt jetzt von der ersten Runde. Na spannend, oh, wir zocken Lavalent, da muss ich Peter safe runterhauen, weil der ist hier mit dem Boxhandschuh hart am tryharden. Ja, ja. Aber richtig hart. Ey, da ist dieser Boxhandschuh so OP, ne? Unnormal, unnormal. Oh mein Gott, der Peter haut hier schon wieder einen runter. Was ist das für einer? Okay, der Peter, ja. Alter. Digga, da bin ich auch runtergeboxt, ein Teil voll, wie Assi. Mhm. Ja, Junge, wow. Peter. Was ist das denn gewesen? Was ist das denn? Oh, weil er mich runtergeboxt hat. Oh, komm. Ey, Mann. Der Frust klingt aber real, deswegen... Ja, Peter, Alter, hau ab, Digga! Junge, Peter ist raus, geil, der wird sich richtig abpacken. Junge. Ich check das wirklich, no joke nicht, ne? Ja, let's go! Hast du einen Win? Was denn? Ja. Hä, hey, warum? Weiß ich ja nicht, Fett. Junge, ist das geil. Junge. Ah, doch, es läuft okay. Es läuft okay, ja. Wahrscheinlich hast du schon so 7 Wins oder so, ne? Nee, so viele jetzt auch nicht. Hä, sind das alle Bots? Ich glaube, ich habe eine Botlobby oder so erwischt. Die sind alle erst so spät losgelaufen. Lol, als ob. Oder die. Also, die waren richtig spät am Loslaufen, aber ich kann mich auch täuschen. Hä? Was ist passiert? Also ich war gerade in der ersten Runde, ne? Bin ins Ziel, ja. Und da stand eliminiert, obwohl ich halt quasi so als 15. sogar rein bin, gefühlt. Hä? Ja, ja. Da war so 13 von 16 gestanden. Waren da so 2-3 Leute vom Ziel. Bin also nicht als letzter rein und da stand eliminiert einfach. Lol. Also in der ersten Runde jetzt einfach deswegen raus. Das ist echt mies. Ja. Ich glaube, ich habe echt eine krasse Bot-Lobby erwischt, ne? Also jetzt, ich verstehe das nicht. Boah, sei froh. Hier sind irgendwie, die sind richtig schlecht. Also ich habe bisher noch gar keine Bot-Lobby erwischt. Schaut euch den an, Leute. Vladimir S. rennt einfach die ganze Zeit in eine Ecke von der Wand. Lol, hast du wirklich eine Bot-Lobby? Der Typ rennt einfach die ganze Zeit gegen eine Ecke, wirklich, es ist so dumm. Oh, und die Namen, die kommen ja so bekannt vor. Und wenn ich mir anschaue, wie die springen... Ich springe einfach 50 Mal an dieser Plattform. Ey, Digga, das sind 100%ig voll viele Bots. Das kann ich, also alles andere macht gar keinen Sinn. Und die Namen sind genau diese komischen Bot-Namen, die man so kennt. Ja, dieses Dumbleguy, Hashtag. Ja, zum Teil, lol. Aber auch so. Einige haben normale Namen, aber diese normalen Namen kommen auch als Bots manchmal dran. Ah, krass. Aber es sind nicht alle Bots, also da bin ich mir auch sicher. Das merkst du jetzt bei Laser Tracer, jetzt bin ich gespannt. Ja, ja. Wenn die Runde schnell vorbeigeht, dann sind viele Spots, weil die fliegen bei Laser Tracer immer schnell raus. Oh, ja, das sind schon viele Bots. Oh mein Gott, schaut euch das an! Das ist 100... Alter, ist das... Das sind 100%ig richtig viele Bots.
Ich sag, dass ich, glaube ich, hier 90% Bots habe in der Lobby. Warum auch immer. Alter, ist das lost. Als ob du jetzt so eine Bot-Lobby hast. Ja, ich versteh's auch nicht. Dass ich, also du siehst richtig, wie die sich bewegen. Das macht, ja, das sind voll viele Bots. Die sind alle jetzt rausgeflogen bei Laser Tracer. Ja, also... Du siehst bei Laser Tracer, die haben sich richtig komisch bewegt. Die sind alle an einem, zum einen Fleck gegangen und alle sind da gesprungen, weißt du? Ja, ja, ja. Ey, eigentlich bin ich nie nervös, ne? Aber jetzt gerade ist man schon ein bisschen angespannt, so, ne? Ja, ja, safe, oder? Ja. Ist schon krass. Okay, aber man erkennt hier, dass ich auch wirklich normale Spieler habe, weil die hechten auch und das würden Bots jetzt hier nicht tun. Oh mein Gott. Ey, ich hasse Stumble Soccer. Ich hasse Stumble Soccer, no joke, Leute, wirklich. Let's go, nächster Win. Was denn? Warum lachst du? Ich weiß nicht, das hast du so trocken gesagt, ne? Ja, aber das war, keine Ahnung. Okay. Ja, na gut, ich habe jetzt 189 Wins, glaube ich. Da rastet man jetzt nicht mehr bei jedem Win aus. Außer ja. Der ist krass. Ja, klar, verständlich. Boah, immer hoffen nochmal so eine Bot-Lobby. Das wäre richtig geil. Ja. Ich hoffe, die sind jetzt im Finale bei mir auch Bots, weil ich habe zum Glück Stumble Soccer gewonnen. Okay. Oh, Honey Drop. Also man erkennt das halt auch, ne? Digga. Honey Drop, boah, das zieht sich auch, das Spiel. Ja, ja, aber das zieht sich auch. Das hatte ich lange nicht mehr, sag ich ehrlich. Ich spiele jetzt Humble Stumble als erstes Spiel wieder. Boah, ich bin jetzt gerade selbst unsicher, wie viele Wins ich habe, ne? Ohne Witz. Boah, okay. Ja, ich bin auch gerade ein bisschen unsicher, wie viele ich habe. Also hast du schon mal mehr als einen. Ja, okay. Jetzt hast du dich hier verflappert, Mensch. Ach so, ja, vielleicht. Ja, diesmal habe ich auf jeden Fall keine Bot-Lobby. Ja, du siehst es sofort an den Namen. Okay. Hast du bei Honey Drop so eine Technik eigentlich, so eine besondere, oder? Ja. Aber die verrate ich dir nicht. Fett, ey. Wobei es eigentlich eh zu spät. Also ich versuche immer möglichst lange oben zu bleiben. Ja. Weil so kannst du natürlich einen Vorsprung erarbeiten. Ja, klar. Und dann halt versuche ich immer die Plattform natürlich auch lange auszunutzen. Also indem ich da drauf springe, dann wegspringe. Zweiter, Mann, immer Zweiter. Ja, glaube ich dir nicht. Ja, ich sag nichts mehr, wirklich. Das okay. Ist echt, es ist so lost, ne? Heute ist lost. Heute ist sehr lost, ja. Ich habe auch viele loste Runden, aber auch gute Runden hatte ich dabei. Ich habe mich so gut oben gehalten, dann war ich ganz unten. Ja. Ich habe den anderen so noch gesehen und dann sind wir beide so runtergefallen gleichzeitig, weißt du? Und ich war aber weiter unten. Das ist ärgerlich. Boah, ich habe hier eine richtige Schwitzer-Lobby, glaube ich, sogar erwischt. Aber ich bin zum Glück weiter. Ich glaube es nicht! Junge, ich will, ey, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht, wie unwahrscheinlich, Alter. Hä? Lukas, wo hast du mich heute eingeladen, ey, das ist ja wirklich, ich kann mir danach einen Psychiater suchen nach dieser Aufnahme, ne? Junge, ist das hier anstrengend, das kann doch nicht wahr sein, Mann, was war das denn jetzt schon wieder? Was, ich war schon durch, bei Painsplish und auf einmal fällt die Plattform einfach runter da am Ende, weißt du? Und oh, es ist halt so bescheuert, weil es eigentlich vom Timing her perfekt gepasst hat. Also dachte ich, aber... Boah, ey. Ich sehe schon, komm, wir steigen uns immer weiter. Halbe Stunde, eine Stunde, zwei Stunden, vier Stunden, acht Stunden. Junge, imagine. 24 Stunden. 24 Stunden Battle live. Oh mein Gott. Junge. Oh, wieder Honey Drop im Finale. Alter, okay. Oh mein Gott. Also ich weiß gerade wirklich nicht, wie viele Wins ich habe, also es ist kein Spaß. Mhm. Ich bin mir eher unsicher. Ich bin mir auch unsicher. Ich weiß jetzt nicht, ob das 100 waren oder 200, weißt du, in der Zeit. Ja, ja, safe, ne? Das ist klar. Ja, weil man holt hier so ein nach dem anderen Win, das ist einfach so schwierig, dann auch das Ganze so... Genau, mitzuzählen einfach, ne? Genau. Ungefähr wie Arpo Red seine Sneaker damals, ne? Unmöglich zu zählen. Das ist schon crazy. Aua, der saß tief. Ich bin was durch, passiert, ich Lukas? Bin durch, da war überall waren da diese Honey-Waben und ich bin einfach durchgefallen, komplett. Hä? Ja, ja, das hat man gesehen. Also ich bin, muss ich sagen, schon jede Runde so am Tryharden hier gerade, ne? Ja. Nein, 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 ich bin so... Okay, das war's, glaube ich, mit meinem Lava-Rush-Sieg, ey, ich glaub es nicht. Ja.
Okay, fällt jetzt mal so Real Talk. Hast du ein- oder zweistellig bisher Wins geholt? Also. Einstellig, warum? Ah, okay. Ja, nee, nur du so. Du auch? Also jetzt Real Talk. Ja, Real Talk auch einstellig. Okay. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Was ist passiert, Lukas? Ja, ich hab komplett verkackt. Wirklich komplett. Ehrlich? Kommt mir heute bekannt vor bei mir. Ja, bei Lost Temple im Halbfinale. Also ich glaube, da habe ich gar keine Chance mehr. Ja, ich bin jetzt gerade hier Icy Heights. Der eine deppt hier einfach, weil er weiß, hat eh verloren. Weißt du? Na, der ist durch. Mann, das ist Lost, aber das war auch mein eigener Fehler wieder. Ich hab, das Ding ist, ich benutze manchmal Abkürzungen, aber sollte sie nicht benutzen. Wo du nicht weißt, dass du die safe schaffst oder was? Genau, die so ein bisschen risky sind, ne? Ja, das Ding ist, man weiß halt nicht, ob die anderen das nutzen und dann bist du halt am Arsch, ne? Ich verstehe das schon, das ist so ein Zwiespalt. Genau. Also, bei Lost Temple, diese seitliche Abkürzung, da sind halt 5 Leute direkt hingerannt. Ich dachte, okay, ich muss die dann auch nehmen. Und dann habe ich es einfach falsch getimed. Richtig lost. Ah, okay. Okay. Finale, okay. Laser Trace am Halbfinale war ganz entspannt. Oh mein Gott, das wird ein Problem. Ich glaube es nicht. Warum habe ich diesen Fehler gemacht? Warum? Da wollte ich jetzt so safe spielen und wurde dafür bestraft. Ey, wirklich, ich kann nicht mehr, Lukas. Wirklich, was tust du mir hier an? Ich kann nicht mehr, wirklich. Bro, also ich habe gerade das Mappenproblem. Warum? Junge, nur einer ist durchgekommen. Was, ey. Ich werde jetzt echt nochmal ein bisschen tryharden, deswegen werde ich jetzt mal nochmal stiller. Ich bin jetzt im tryhard-Modus. Ich habe mich noch qualifiziert. Oh mein Gott, und Runde vorbei, nur 7 von 18 weiter, okay. Lol. Ich war no joke so 2 Sekunden vor dieser Zeit abgelaufen zum Ziel noch. Alter. Ja, kein Spaß. Ich habe auch viele Sachen gehabt, wo ich eigentlich einen Win hätte holen können, das einfach so auf den letzten Meter vermasselt habe. Ja. Boah, und dann kommt jetzt Super Slide im Halbfinale. Warum kommt sowas nicht im Finale dran, ne? Ärgerlich. Ey, ich habe schon einen in der Lobby, der ist Tryhard Asian. Der muss krass sein, ne? Ja. Wobei, nee, der heißt Try Adrian, sehe ich gerade. Aber egal, schön sollte es Try Hard heißen. Okay, nice. Immerhin Runde gewonnen. Hast du gewonnen? Ja. Sehr nice, Alter. Sehr, sehr wichtig. Ich gönn's dir, Bruder. Ich gönn's dir. Boah, danke, danke. Ey, Leute, das habe ich sehr clean gespielt. Das habe ich komplett fehlerfrei gespielt. Sehr nice. Ey, bei Super Slide, ich bin einfach den Leuten Kilometer voraus. Warum kann so ein Spiel nicht mal im Finale drankommen, ne? Und zumindest heute. Also ich muss sagen, meine Quote ist doch echt schlechter als das letzte Mal vom, also die Win-Quote jetzt, ne? Ja, ich bin auch nicht. Also wirklich, das ist auch kein Prank. Ich bin heute auch nicht so gut dabei. Wenn man überlegt, ich habe gestern in 30 Minuten wirklich 8 Wins geholt. Offline, sag ich mal, da. Als ich privat gespielt habe. Ja. Und jetzt habe ich weniger vielleicht. Oder vielleicht auch mehr. Du weißt es halt nicht, ne? Genau. Ey, wollen die mich eigentlich veräppeln heute? Das dritte Mal Lava Rush im Finale. Also langsam ist es echt nicht mehr lustig, ne? So, let's go. Konzentration nochmal hier. Ey, dieser Try-Adrian, er ist wirklich der größte Tryhard, ne? So wie ich es vermutet habe. Okay, nice. Ich muss sagen, Floorflip tut teilweise viel Zeit rauben, wirklich. Ja. Floorflip tut echt sehr viel Zeit rauben. Ja, let's go, komm weiter! Jetzt ganz safe spielen, ganz safe spielen. Ich denke, der bleibt einfach stehen. Aufpassen, die Bälle. Die Bälle aufpassen. Puh, gewonnen. Alter, war das ein Adrenalinkick, ne? Also irgendwie. Ey, das ist krass. Das ist wirklich krass. Hast du den nächsten Win? Der Typ hat. Ja, ich hab den nächsten Win. Ah, okay, ja. Oh nein. Bro! Ey, was hab ich denn jetzt gemacht? Bin ich dumm? Ja, da bin ich raus. Mann! Was ist denn passiert? Ach du Kacke.
Das ist eine Kombination aus Wegboxen von Spielern in Schneeball reingedrängt werden. So. Also alles, was man in Stumble Guys nicht erleben will. Genau, alles auf einmal sozusagen. Ja. Oder Worst Case, kommt einfach nur auf Stumble Soccer dran und ich schaffe noch eine oder gar keine. Und verliere dann noch die Stumble Soccer Runde. Haha, Digga, ich bin erste Runde teilvoll raus. Junge. Kommt mir ja bekannt vor. Wo hatten wir das schon mal, ne? Okay, ich bin in Dings, ich bin jetzt nämlich im Finale. Es könnte knapp werden. Nee, also wenn ich jetzt deswegen rausfliege. Ja, okay, wenn ich als 16. bin ich noch rein. Also Leute, ihr könnt ja auch so mal sowas ja, mit euch selbst einfach probieren. Eine Stunde Timer stellen und einfach schauen, wie viele Wins ihr maximal schafft. Aber genau, man muss auch sagen, wenn man das so gegeneinander spielt, ist es auch nochmal mehr Adrenalin irgendwie. Ja, 100%, 100%. Also sonst... Ne, man will halt so... Nein! Oh. Ja, ich bin raus. Oh. Nein! Ich bin ein Bot! Okay, ich bin durch. Okay, und... Was? Jungle Roll Finale? Uff. Oh, okay. Okay. Schaff vielleicht sogar noch eine Runde gleich. Ja, du bestimmt. Bei mir wird sehr, sehr knapp. Nein! Rocket Rumble! Ich gehe sowas von raus. Alter. Wirklich, ich hab das Spiel sofort geschlossen. Da spare ich mir die Zeit, bevor ich das jetzt vermassel. Wirklich? Nee, ich hab leider schon mal einen Nachteil dadurch gehabt, dass ich links gespawnt bin, weil man muss ja rechts auf der Rolle sliden. Ja. Genau, aber ich kann noch eine Game, also eine Runde jetzt nochmal starten, so. Okay, ich starte jetzt nämlich auch noch gerade jetzt eine Runde, weil Rocket Rumble, ganz ehrlich, am Ende vermassel ich die Runde. Mhm. Und kann da nicht mal was für. Wie viel Zeit haben wir noch? 1 Minute 26. Okay, ja gut, dann sehe ich wahrscheinlich auch noch, ob das zweite Spiel jetzt Rocket Rumble geht, weil dann gehe ich wieder raus. Jetzt kommt wieder Jungle Roll. Einfach mal entspannt die letzte Runde, ne, um nochmal safe den Win zu holen einfach. Mhm. Oh, 2 Banana Guys sind hier drin. Entspannt, 3 Sekunden später. Nein! Ja, hoffentlich nicht, ne? Ja. Okay, Runde vorbei. Das heißt, ich kann jetzt noch gucken, ob ich nochmal Rocket Rumble oder Stumble Soccer bekomme. Wenn ich jetzt nochmal Stumble Soccer oder Rocket Rumble bekomme, ich schließe das Spiel instant, ne? Wirklich Alt F4 sofort. Okay, das würde ich ja noch schaffen, eine Runde. Aber okay, es ist Floor Flip, also brauche ich nicht rausgehen. Und let's go. Also Leute, Timer ist abgelaufen, aber... genau, ich bin noch die Runde fertig, Pat natürlich auch. Oh, Laser Tracer im Halbfinale, okay. Oh, okay. Boah, man ist aber automatisch viel aufgeregt, das kannst du keinem erzählen, ja, ne? Ja, also Leute, das kann man sich, glaube ich, nicht so vorstellen, wenn man das nicht so probiert hat mal. Ja, komm, lass mich hoch. Ja, gut. Floorflip, weißt du, typischer Floorflip-Moment, wo du erst da hinten ankommst, aber die Leute einfach, die diese Rampe kaputt machen, die gehen nach links, du kannst wieder nicht draufspringen zum Ziel, das ist Katastrophe. Ja, ja. Dann läufst du da wie so ein Dulli von links nach rechts, so wie Stumble-Paul hier. Okay, ich bin im Finale. Genau, jetzt nochmal so, bei mir beginnt jetzt auch das Finale. Alter Schwede, was eine Aufnahme, ne? Also ja. Lass dafür auf jeden Fall... Ein Daumen nach oben da, Leute. Wir nehmen jetzt hier direkt eine Stunde auf. Stunde 3, sagt mein Aufnahmenprogramm. Ja, bei mir auch. Ja. Boah, ich muss jetzt nochmal alles geben, Leute. Ja. Lavaland. Okay, es sollte für mich machbar sein. Bombardment als letztes Spiel. Alter Schwede. Das wird jetzt aber auch nochmal nervenzerreißend. Was ist das denn? Oh, hab ich da Glück gehabt. Ja! Lol, let's go, nochmal ein Win. Okay. Okay, nice. Letzte ich bin noch gerade am Spielen. Okay. Bombardment. Boah, Alter. Ich hab da so Glück gehabt, Junge. Ehrlich? Ja. Ich bin unzufrieden mit meiner Leistung, Pat. Ja? Ja, ja, doch. Ich bin auch hier so am Tryhard hier gerade, ne? Beim Bombardment. Hier nochmal wirklich den ein oder anderen ins Wasser reinzuhauen. Ich mach die absolute Assi-Technik hier gerade, wirklich. Mhm. Ja, komm, ab ins Wasser, jawohl! Eine Runde baden gehen. Geh baden, Kollege, geh baden! Ja! Let's go! Hast du nochmal einen Win? Ich hab noch einen Win zum Ende, jetzt kann ich... Als ob. Ja. Okay. Boah, Lukas, ich will die Zahl gar nicht hören von dir, ne? Irgendwie hab ich Angst. Okay, ich zähl runter. Ist es zweistellig? Ist es zweistellig? Sag nur ja oder nein. Nein. Okay. Bei dir? Gut. Nein.
Okay, also ich würde sagen, wir sagen die Zahl auf 3, 2, 1, 3. Lol, okay. Digga, oh, Leute. Ich sag dir, Fett, ich hab den ersten Win nach 40 Minuten, glaube ich, erst gewonnen. Was? Wirklich? Ja, wirklich. Okay, das ist krass. Das war ganz schlecht, Leute. Also wirklich, meine Leistung heute nicht gut, ne? Aber ja, auf jeden Fall, Pat, 8 Stück ist auf jeden Fall solide, würde ich sagen, oder? Es geht voll. Ja, ist okay. Also eigentlich wollte ich so 12 oder 13, das war so mein Stil, aber ja, okay. Kann man nichts machen. Ja, das Ding ist, ich wurde am Anfang also meine erste Runde ging 8 Minuten, ne? Also die allererste Runde einfach. Und da wurde ich halt Zweiter. Ja, okay. Ja, trotzdem, diese Ungewissheit, Leute, ihr könnt das nicht nachvollziehen. Das ist schon komisch, weil man nicht weiß, ob der Lukas jetzt die Wahrheit erzählt oder ob der vielleicht doch mehr Wins hat. Das ist schon spannend gewesen. Also hat sehr Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Also Leute, lasst mir mal ein Like da. Kostenlos Abo, checkt Pat ab. Wir sehen uns und ciao, ciao.